soll man da ran? Wo ist die Kretze? Kretze? Schatz! Ja, vielleicht auf Klo? Schatz! Kretze! Ey, sollen wir den einfach mal ausrufen lassen, wie so ein kleines Kind? Carsten, Kretze, bitte zum Empfang! Ich ruf ihn an. Hä, hey, der ist bestimmt auf Toilette oder so. Kretze! We are young, we are strong! Boah, bin ich müde, ey. Ich hab das ganze Wochenende im Crash geackert. Und jetzt fängt die neue Arbeitswoche in der Schule an. Ich hab ja keinen Bock. Was wird denn das? Schlaf mal weiter, Baby. Ich muss zur Arbeit. Oh. Du hast doch bestimmt noch ein paar Minuten Zeit, oder? Warum? Weil ich hatte gerade einen ganz schönen Traum, aus dem du mich leider aufgeweckt hast. Mhm. Und den musst du jetzt wieder gut machen. Okay. Mhm. Das mache ich stimmt gerne sogar. Mhm. Okay. Sehr gut. Das war so ähnlich im Traum. Okay. Mhm. Aber ich habe anders angefangen. Und wie hast du angefangen? Eieiei. Ich helfe dir, warte. Oh ja. Also normalerweise muss ich nur gegenkommen und er steht. Mhm. Er ist gleich soweit. Sicher? Mhm. Dann kann ich ja schon mal Gummi holen. Oh ja. Und dann steht da wieder Schiefe Turm aus Turin. Schiefe Turm aus Turin. Du schläfst? Nein, nein. Das nein, ist, nein. Ist ein Gerücht, Baby. Hab ich dich so gelangweilt, dass du dich direkt umdrehst und schläfst? Nein, du warst super. Deine Lippen waren feucht. Das hat sehr Spaß gemacht. Sehr viel. Baby, du bist in letzter Zeit nicht mehr so dabei. Was ist los? Nee, ich bin einfach nur knülle, todmüde. Mann, Schatzi, die Schicht im Crash, denn mein Hausmeisterjob in der Gesamtschule Ost. Und dann noch irgendwie auf Luna aufpassen, dass Danny und Lynn Oma Freizeit haben. Und jetzt will ich auch mal schlafen, Mann, Knülle. Manu. Baby, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass du so erschöpft bist. Pff, dafür kannst du doch nichts. Alles gut. Ja, aber das tut mir trotzdem leid. Wie wär's, wenn du jetzt schläfst? Jetzt? Gib mal mein Telefon, bitte. Nee, siehst du selber, ich muss los. Ich muss mich jetzt fertig machen, dann geh ich schuften. Wie sagt man so schön? 5-9 Job, 9-5 oder so. Ich mach das schon. Baby, du warst geil. Wiederholen wir die Tage. Oh. Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Sie wirken ja unglaublich müde. Alles gut, ja? Alles bestens. Okay. Glühbirne austauschen und dann. Ja. Passt. Boah, Alter, Mann, ich bin so todmüde, ich könnte in Stehen einpennen, ey. Ach, ey, nee. Herr Retze. Entschuldigung, das war der oh, Sekundenschlaf. Sind Sie verletzt? Nee, ich lebe noch. Boah, Glühbirne ist kaputt. Tut mir leid. Herr Retze, ich glaube, wir sollten mal reden. Worüber denn? Ich denke, Sie brauchen eine Pause unbedingt. Eine Pause? Ja, nee, ich brauche keine Pause. Nee. Na, Sie sehen so fertig aus, Ränder unter den Augen. Mhm. Ja, ich kenne ja auch Ihre Lebensumstände ein bisschen. Ja. Ne? Lins Baby. Mhm. Ja, schreibt bestimmt die ganze Nacht. Ach ja, nicht nur schreien, da muss Slim bespaßt werden. Ich habe noch eine Frau, und dann arbeite ich noch in der Kneipe. Ja, die wusste ich gar nicht. Ja, Fixkosten, ne, müssen rankommen. Ja. Mhm. Aber Sie schwanken unglaublich. Ja. Das heißt, ich schlage vor, Sie machen für heute mal Feierabend. Echt? Ja. Geil. Ruhen sich aus. Mhm. Ich werde auch Frau Emling Bescheid geben. Oh. Das geht klar, ja? Ja. Ja, und dann kommen Sie morgen in alter Frische wieder. Ja, dann drückt die neue Lampe noch. Die noch bitte eindrehen, genau. Genau. Und unfallfrei, ja? Und natürlich. Ich bin da geübt. Dann trinkt noch einen Kaffee im Bus. Besten zwei, ja? Das will ich. Na, sehen Sie mal, das klappt auch nicht mehr. Nee. Ich bleibe mal lieber bei Ihnen. Ja, so steht. Okay. Ich wünsche was, ich danke. Ja. Boah, Alter, die Aktion war mega peinlich. Und ich hoffe, sowas passiert mir nicht nochmal. Ciao. Ciao. Zu Hause werde ich mich schön auspennen und dann geht's mir morgen viel besser. Weißt du, wie schön ist es, dass mein Kunstunterricht ausfällt? Guten Morgen. Der Kunstunterricht fällt aus? Und das bedeutet, du hast heute nichts mehr zu tun?
Nee. Hey, du hast heute frei, ich habe heute auch frei. Mein Meister hat so ein Seminar. Das heißt, wir haben alle nichts zu tun. Nee, wir haben jetzt nämlich offiziell was zu tun. Es ist gut, dass ihr heute beide Zeit habt. Weil? Mann, Kritze ist momentan einfach extrem erschöpft. Weißt du, mit seinen ganzen Jobs und Luna und hier und da. Und der nimmt sich halt, der reißt sich für uns den Arsch auf. Und denkt dann nicht an sich. Und ich dachte mir, wir können ihm einfach mal eine schöne Freude machen und unternehmen was Cooles zusammen. Ja, das gehen Problem. Mit dem zur Paarmassage oder so. Ja, genau, Kretz. Das ist ja, markervoll, wie Yoga. War letztens auch keine geile Idee. Mann, aber ich such die ganze Zeit schon was, aber ich finde nichts Passendes. Mach hier irgendwie sowas mit Farbe und Finger und Körper bemalen und so. Ist er drei? Kretz ist im Kopf manchmal noch ein Kind. Vielleicht gefällt es ihm. Na super, jetzt schreibt er auch noch erst früher zu Hause. Leute, wir müssen. Habt ihr eine Idee? Oh, ich muss. Ich brauche irgendwas Geiles, wo er mal abschalten kann. Schmidt war letztens mit Live unterwegs und er hat mir was echt Cooles erzählt. Warte mal. Irgendwas mit Action oder so. Ja, wie wär's denn damit? Oh, das ist sehr gut. Das ist eine sehr geile Idee. Also Schmidt hat auf jeden Fall Spaß daran. Mensch, Danny. Naja, dann geht noch mal pinkeln und sobald Kretze da ist, fahren wir los. Ich trinke erst. Echt jetzt? Ja, so schnell? Ja, das machen wir. Okay, voll gut. Fresh up. Bis gleich. Bis gleich. Hey. Hallo. Hey. Hey. Na, alles klar? Na, Arbeit hier? Wie war's? Anstrengend und ich wollte jetzt auch erstmal duschen gehen und dann mich hinlegen. Ich bin extrem müde. Baby, weißt du was? Was denn? Wir haben da was vorbereitet. Überraschung! Duschen brauchst du jetzt noch nicht. Okay, und was habt ihr vorbereitet? Nee, pass auf, du bist ja immer so ein toller Mann. Ja, klar bin ich ein toller Mann. Und du machst und tust, damit es uns allen hier gut geht und stellst deine Bedürfnisse hinter unsere. Und da dachten wir, um dich mal wieder ein bisschen zu entspannen, damit du mal deinen Kopf frei kriegst, haben wir was richtig Geiles geplant. Du gehst heute in den Puff. Auf Dannys Kosten. Aber wir gehen zusammen in den Puff. Aber ich bin noch mit dir zusammen. Baby, das war ein Scherz, Mann. Aber wir haben wirklich was vorbereitet. Wir gehen woanders hin. Und zwar in eine übergeile Spielhalle. Spielhalle? Das ist alles, wir was gehen Automat wert. Spielen. Ja, du kannst geil, richtig oder? Zocken. Du kannst wieder Kind sein, ja. Cool. Jetzt gleich, jeden Augenblick. Geil. Ja, also nur noch mal pullen und noch fresh machen. Ja, dann können wir das. Ja. Also, zacki, zacki, zacki. Kretze, komm. Ja, ich bin da. Komm, schnell, sonst verlieren wir. Jo. Ba, 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 stirb. Ja. Ey, shit, ich muss Luna abholen. Was? Ich muss Luna von der Kita abholen. Soll ich das übernehmen? Nee, ich mach schon. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Hier, tob dich aus. Ja. Und bis später. Ciao. Jo, Danny, hau rein. Wo gehen wir als nächstes hin? Doki, dann haben wir jetzt noch Wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir schmeißen die Leute da weg. Airhockey oder was? Ich hab auch noch Airhockey. Dürfen wir hier kurz ran? Los, ja, Baby. Geil, danke. Wird so gut. Okay, jo. Ich bin Schiedsrichter. Okay. Ihr beide, gegeneinander. Hier? Ist schon. Ist schon? Okay. Die Jungs hab's. Umso besser. Uns abgegeben. Okay, let's go. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ganz kurz die Augen zu machen. Nur für 5 Minuten. Hallo? Einfach nur ein Powernap. Und dann bin ich wieder am Start. Wow, jetzt verpacke ich auch. Warte. Oh yeah. Amazing. Oh. Hey. Woohoo. Warte. Wir sind einfach da oben. Trotzdem gut. Okay, aber wie soll man da ran? Wo ist die Kretze? Kretze? Schatz. Ja, vielleicht auf Klo? Schatz. Kretze. Ey, sollen wir den einfach ausrufen lassen, wie so ein kleines Kind? Carsten, Kretze, bitte zum Empfang. Ich ruf ihn an. Hey, der ist bestimmt auf Toilette oder so. Kretze. Ja, das kann Stunden sein, wenn er auf Klo ist. Hast du das? Er geht nicht ran. Das kommt von da hinten, oder? Schatz. Aber jetzt ist... Rufen. Ruf mal nochmal. Hast du das auch klingeln gehört? Ja. Das kommt doch von da hinten. Hä? Kretze? Hinten war Schatz? Kretze? Er riecht komisch. Ist das dein Ernst? Okay, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt holen wir Pommes, tun die in Ketchup und stecken sie ihm ins Ohr. Nein. Dann wird er wach. Guck mal, wie süß er da liegt. Das können wir ihm noch nicht antun. Schatz? Schatzi?
Guten Morgen! Ja, hi. Ey, du bist ja eingepennt mitten auf der Couch. Nee, blink nicht, ich bin fit. So, gehen wir spielen? Was los? Nee, alles bestens, Baby. Schatz, wenn du so müde bist, dann wären wir doch nicht hergefahren. Wir können auch nach Hause schlafen. Nee, alles gut. Ich dachte, ich habe Superkräfte und kann alles machen. Ich dachte, ich kann 10 Stunden arbeiten und kann dann noch mit meiner Familie Zeit verbringen. Jetzt bin ich aber ausgeruht und jetzt können wir spielen gehen. Schatz, wir können nach Hause. Superkräfte. Das ist kein Problem. Wenn du durch bist, bist du durch. Ja, es tut mir leid, dass ich eingeschlafen bin, aber ich konnte irgendwie nicht mehr stehen und dann immer so und dann wollte ich nur ganz kurz und... Aber jetzt bin ich ja fett. Ich bin froh, dass ich keine Pommes geholt habe. Bei mir hab ich gedacht, ach, Quatsch doch mal jetzt nicht. Hast du dir ins Ohr gesteckt? Ihr habt doch gesagt, ihr bezahlt heute alles, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt eine Runde spielen. Ich möchte aussagen. Was? Ich finde die Idee ist nicht gut. Haben sich das wirklich sehr gut überlegt? Sie sind gefährlich. Sie sind gewalttätig und gefährlich, Frau Brand. Das ist die einzige Wahrheit hier. Dann bringt ihr jetzt ein Bier und ja, dann zeigt ihr Berlin. Wow. Wow. Alles gut? Da ist was zwischen uns, das merke ich doch. Vielleicht gehen wir nachher was trinken heute Abend oder so. Und ich zeig dir ein paar coole Clubs so als Date. Als Date? Ich will. Oh, Marie, wir haben eine Pflegefamilie gefunden. Nicht zurück ins Heim. Eine Pflegefamilie? Oh Mann, was mache ich hier eigentlich? Was, wenn die Familie meinen Besuch sofort im Jugendamt meldet? Kann ich Ihnen helfen?